Denn wir müssen für Zora hier auf jeden Fall gewinnen. Upsala, wo laufe ich denn hin? Da ist er doch, der Apfelschimmel. Was soll ich jetzt tun? What? Oh, ich, ganz ehrlich, will es gar nicht wissen. Ab zum Start. Okay, warte auf Herrn Divish und die anderen Reiter. Können wir mal eine Stunde überspringen vielleicht? Oh, ich hätte vorher schlafen sollen nochmal. Scheiße. Wo bleibt der denn, der Vogel? Gib mal Gummi, Herr Divish. Aha. Ich heiße euch alle zum großen Thallenberger Pferderennen willkommen. Was ist denn da? Ach, als ob. Okay. Sammle das Band beim Totenbaum in Uschitze ein. Okay, wann dürfen wir denn anfangen? Aber genug der Worte. Werte Teilnehmer. Okay, dann lass uns mal gucken. Achtung! Fertig! Los! Ja! Gucken, wie viel Ausdauer dieses Pferd denn hat. Aber wir versuchen mal unser Glück. Wir versuchen einfach mal unser Glück. Mal gucken, was passiert. Wenn wir nicht gewinnen, wäre das für mich jetzt aber auch, upsala, kein Grund, die Quest neu zu starten. Dann hat Zora halt eben Pech gehabt. Dann habe ich mein Bestes gegeben, aber es hat nicht gereicht. Ich versuche jetzt einfach auch mal Querfeld einzureiten. In der Hoffnung, dass wir so vielleicht ein bisschen schneller in Uschitze ankommen. Scheiße, jetzt bin ich wieder im Fluss gelandet. Oh no, das kostet Zeit. Pferd, hoch mit dir. Bitte. Bitte, Pferd, mach einmal, was ich dir sage. Was ist denn der tote Baum in Uschitze? Hier ist eine Brücke. Ich kann wahrscheinlich auch einfach springen. Ja, genau. Also Ausdauer hat das Pferd ja, ne? Da bin ich ja doch schon ganz schön begeistert. Okay, was muss ich jetzt machen? Wo muss ich hin? Da unten, ach du Scheiße. Okay. Dann Rückwärtsgang. Und Vollgas. Schauen wir mal, also den ersten haben wir vielleicht schon ganz gut hingekriegt. Ich will jetzt mal erstmal noch nicht zu früh große Töne spucken, aber der könnte geklappt haben. Einmal noch mal kurz auf die Karte gucken. Also wenn wir dem Weg jetzt folgen, kommen wir durch Thallenberg und können dann dahin. Okay. Okay, dann Vollgas. Zoras Apfelschimmel. Da jetzt schon wieder für ein Tönnis rum, ey. Da ganz schön was los hier im Wald. In der Fresse.
Okay, wir müssten hier rum, ja. Reite trotzdem wieder querfeld ein. Wir hoffen, dass es ein bisschen schneller geht. Wenn wir nicht wieder im Fluss hängen bleiben, haben wir hiermit tatsächlich auch gute Chancen, wenn wir querfeld einreiten. Wie weit ist es denn noch? Es ist tatsächlich noch ein gutes Stück, ey. Hier ist wieder Talmberg. Ja, ich habe ein bisschen Damage dadurch gefressen, aber macht nichts. Das macht echt nichts. Ich, wie gesagt, ich heile mich ja auch wieder. Ich habe ja die Fähigkeit inzwischen, dass ich mich heilen kann. Okay, wir müssen kurz ein bisschen in den bisschen Ausdauer regeneraten. Ein bisschen Ausdauer regeneraten, my friend. Okay, jetzt Vollgas wieder. Wäre natürlich cool, wenn ich das gewinnen könnte. Ich könnte schummeln, ich könnte mein Pferd nehmen. Nicht abwarten. Bitte nicht, Pferd. Hallo, bitte back dich jetzt nicht fest. Oh nein, Pferd. Oh Gott sei Dank, der hat sich wieder losgerissen. So, sehr gut. Das haben wir auch. Welches ist denn das nächste? Im Steinbruch nahe Talmberg. Okay, das heißt, wir können einfach hier hoch wieder reiten. Okay, ich verstehe. Dann, let go. Da sind die nächsten. Okay, ab zum Steinbruch. Dann habe ich gar nicht so viel Vorsprung, wie ich dachte. Ich habe ein bisschen mehr rausgeholt. Aber offenbar nicht. Okay, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg zum Steinbruch, Freunde. Ich muss auch gar nicht absteigen, wie ich gerade festgestellt habe. Komm, Pferd. Ignorier mal bitte die Titanenbüsche jetzt hier. Bitte, bitte ignorier das. Einmal hier rüber. Okay. Gab es? Nächstes Band. Kehre zum Startpunkt zurück. Boah, ich glaube, ich bin gut dabei. Ich glaube, ich könnte gut dabei sein. Wo ist denn der Kack-Startpunkt? Okay. Dann jetzt einmal hier rumreiten. Ja, bin gut dabei. Einfach nur noch der Straße folgen und dann bin ich gut dabei, glaube ich. Vielleicht kann ich tatsächlich gewinnen. Habe ich gewonnen? Ich habe gewonnen. Wie cool. Ich hab gewonnen. Und da kommt unser Gewinner.
Beeindruckendes Rennen, Heinrich. Und auf einem Neuhofer Pferd. Ich muss wohl doch überdenken, wo ich meine Rösser erwerbe. Aha. Du wirst also bei Sora deine Pferde kaufen? Ich wäre verrückt, tät ich es nicht. Du hast mir den Wert ihrer Pferde bewiesen. Bitte überbring ihr die Nachricht und meine Grüße. Ja, hör mal, sehr cool. Ich überbringe ihr deine Nachricht. Wie cool ist das denn? Geil. Wir haben es auf jeden Fall gecarried, Freunde. Das heißt, wir können zum Neuhofer Gestüt zurückreisen. Wir nehmen das Pferd natürlich mit. Und dann können wir mal einmal Folgendes tun und mal einmal unten zum zur Rattayer Mühle reisen. Einmal nach Neuhof, bitte. Voll geil, Alter. Das haben wir gecarried. Oh nein. Oh nein. Oh, lass mich doch in Ruhe jetzt. Ich möchte doch bitte einfach nur zum fucking Neuhof reiten. So, dann wollen wir doch mal die frohe Kunde überbringen hier. Hinten muss ich hin, ne? Was ist denn jetzt richtig? Ja, bring den Pferdeschimmel zurück. Ja, behalten werde ich den ja nicht. Ich habe ja einen besseren, aber passt schon. Aber mal mit der Zora reden. Ich glaube nämlich, dass ich dir frohe Kunde überbringen kann. Wegen des Rennens. Das Rennen war einiges los. Es ist vorbei? Dann sag schnell, wie ist es gelaufen? Nicht gut. Es war furchtbar. Sora, mach dich aufs Schlimmste gefasst. Mutter Gottes, was soll ich bloß tun? Du wirst ab sofort richtig anpacken müssen. Herr Divisch möchte deine Pferde kaufen. Du Ratte, ich sollte dir den Hals umdrehen. Solche Scherze macht man nicht mit Frauen meines Alters. Glückwunsch, Sora. Hab Dank. Junge, ich schwöre. Wie kann ich mich nur erkenntlich zeigen? Warte, ich weiß, du bekommst den besten Sattel der ganzen Provinz. Smill ließ ihn in Kuttenberg anfertigen. Großartig, danke. Hab vielen Dank, Sora. Ich habe zu danken, Junge. Boah, perfekt, Alter. Edler Sattel. Und wir haben eine neue Fähigkeit, also ein neues Level in Reiten erreicht. Gucken, was der kann. Ich will mal einmal... Alter, der kann 100 mehr tragen. Das ist ja mega. Ey, voll gut. Richtig gut. Na, das hat sich mal komplett gelohnt. So, dann ab runter nach zur Rattayer Mühle. Muss mal ein bisschen Diebesgut verkaufen. Und schlafen gehen. Muss ich auch unbedingt. Muss unbedingt schlafen gehen. Ach, hau ab. Ich habe keine Lust jetzt auf eine Leiche. Ich bin selber eine Leiche. Ich habe Energie 44, ey. Boah, denen haben wir es gezeigt, Freunde. Richtig, richtig gut. So, ich gehe jetzt erstmal schlafen. Erstmal schlafen. Bis um 6. Dann bin ich erstmal auch schön ausgeruht. 10 Stunden Schlaf sollten reichen. Jawohl, schönes Ding. So, jetzt essen wir dann was. Der ist natürlich noch am Pennen. Dann setzen wir uns. Wir setzen uns jetzt mal hin und lesen mal nochmal was. 2 Stunden lang. Was haben wir denn da Feines? Die Kunst des Aufbrechens. Das lesen wir jetzt nochmal. Dauert 2 Stunden. Das ist gut. 2 Stunden ist soweit in Ordnung. Dann haben wir nochmal was gelernt. Perfekt. Wieder Jagen hat dazu gelernt. Gut, und jetzt ist nämlich auch der Müller aktiv. Und hier ist halt nichts drin, ne? Aber ich würde trotzdem jetzt gerne mal tatsächlich seine Bude hier durchsuchen.
So, Müller. Ist er denn? What? Hier oben drin? Okay. Ah, hier bist du ja. Okay, dann lass uns mal schauen. Also wir brauchen jetzt erstmal... Der kann weg, der kann weg, der kann weg, der kann weg, der kann nicht weg, der kann weg, der kann weg, der, das und das kann alles nicht weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann, glaube ich, mal alles weg. Ja, das kann alles weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg, die Schatzkarten können weg. Der kann weg, der kann weg und der kann weg. Okay. Ich würde gern was verkaufen. Ich habe hier Dinge. Aha. Mal sehen. So, Waffen. Erstmal alles, was nicht ausgerüstet ist. Weg, 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 weg. Da werden wir jetzt nochmal ordentlich was dran verdienen an der Geschichte hier. Der ist sogar ein bisschen besser als meiner, aber der ist geklaut. Deswegen will ich den nicht anziehen. Alles, was geklaut ist, möchte ich nicht anziehen. Auch wenn es tatsächlich ein bisschen besser ist als meins. Der 32.000. Deswegen gehe ich so gerne zu dem. Der zahlt zwar nicht so gut, aber... Ach, ich habe die Kunst des Aufbrechens 2 gelesen. Okay. Genau, das wollten wir alles behalten. Das kann weg. Moment, jetzt ist die... Warte mal, welche? Die Schatz... 17 haben wir gemacht. Das ist 18. Davon können wir eine verkaufen. So, Schrumpfwürfel. Das war der gezinkte Würfel, ne? Alles klar. Der verpönte Würfel, der kann weg, der kann weg. Und davon wollte ich auch 2 verkaufen. Das sind 4.000 wieder, ne? Die wir uns einfach wieder so mitnehmen können. Also sehr gut. So. Was wollte ich jetzt machen? Jetzt wollten wir in Tallenberg hier oben mal von dem schwarzen Lukesh die Questreihe da spielen, ne? Genau, das wollten wir jetzt machen. Also wir haben dem auf jeden Fall sein Horn geklaut, das ist auch gut, das wollten wir ja auch machen. Dann reisen wir jetzt wieder hoch nach Tallenberg. Nee, hau ab. Wir müssen noch mal gucken, dass ich hätte noch mal mit Theresa reden sollen. Mein Dings ist doch total kaputt. Das Ding. Doch total kaputt. Das hätte ich mal, Aber wir müssen auch noch mal einmal in die Schatzkarte reingucken, ne? Scheiße, ich glaube, ich habe die falsche Schatzkarte verkauft. Nee, habe ich nicht. Ist schon richtig. Ich wollte die doch auch machen. Ich wollte die doch auch machen, die Schatzkarte. Das war aber hier. Das ist ja relativ eindeutig zu erkennen. Also, hier steht Dallenberg. Da ist der See. Und da hinten ist an irgendeinem Hirsch ist da der Schatz. Genau, das wollten wir zuerst machen. Jetzt haben wir es wieder. Das ist da hinten irgendwo in dem Wald, muss das sein. Jetzt haben wir es doch wieder, was wir machen wollten. Einmal einen Hüpfer hier rüber, hopp. Und dann gucken wir uns mal einmal hier um. Ich komme hier tatsächlich jetzt nicht hoch. Das ist natürlich schon wieder nicht so lecker. Aber hier komme ich nicht hoch. Komme ich hier hoch? Hopp. Doch, ich komme hier hoch. Perfekt. So. Und hier komme ich wieder nicht durch. Oh nee, ne. Bin ich jetzt hier echt drin festgebackt? Das hat ja gepasst. Ausnahmsweise mal, was ist denn hier passiert? Ach du Scheiße.
Ja. Besser nicht nachmachen. Offenbar waren hier Wilderer unterwegs. Nochmal die Kunst des Aufbrechens, wenn man Jagen 15 erreicht hat. Glückssträhnenwürfel. Groschen, ja. Der ist auch schlechter. Jagdhut, modische Schlappen. Trank des Nachtfalken. Cool. Ja, die kann dann jetzt rüber. Haben wir aus Versehen gefunden. ja. Kunst des Aufbrechens 4 kann ich nicht. Ich bin Jagen nur lang weg nicht so weit, dass ich das lesen könnte. Ne, bin ich nicht. Das heißt, ab jetzt gehen wir wieder rüber. Oh mein Gott. Na, guck mal, hier könnte ich jetzt schwimmen gehen. Auch irgendwie cool, ne? Und hier holen die sich dann vom Badehaus ihr Wasser. Ja, warum auch nicht? Ich meine, es lohnt sich ja auch, ne? So ein Badehaus dann hier direkt machen, dann kannst du hier direkt das Wasser holen. Das erhitzt er dann irgendwie. Und dann passt das. So, wir zurück zum schwarzen Lukesh. Mal gucken, was der jetzt für uns hat. Wir haben ja, wie gesagt, das Horn gemopst. Und auch noch ein bisschen was anderes. Das hat uns gutes Geld eingebracht. Also wieder 4.000, ne? Wir sind jetzt bei 17.000, die wir auf Tasche haben. Und ich habe gute Rüstung. Also das Ding ist, ich muss gar nicht so darauf achten, dass meine Geräusche irgendwie leise sind. Ich habe auch einfach so ganz gute Rüstung. Also ich bin auch so in der Lage zu stehlen. Das heißt, ich muss meine Diebeskarriere nicht vollständig aufgeben, aber im Moment ist es halt so, dass man selten bessere Sachen findet, als die, die ich im Moment anhabe. Und dementsprechend, warte mal, ich kann mich hier mal einmal waschen. Und dementsprechend muss ich halt auch nicht so oft Geld ausgeben, ne? Da bist du ja. Ja, bitteschön, ich habe das Jagdhorn. Kann's kaum erwarten zu sehen, wie ihm das Grinsen aus dem Gesicht weicht, wenn er es rausfindet. Der Alte sagt übrigens, du bist dabei. Na, guck mal, perfekt. Okay, und was nun? Freut mich, das zu hören. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben was Großes vor. Dafür schlagen wir nördlich von den Brodener Wäldern ein Lager auf. Du findest uns dort auf einer verborgenen Lichtung. Gut, wir treffen uns dort. Okay. Sehr gespannt, was jetzt passiert. Muss ich denn da hin? Ach, da hinten. Ja, dann wollen wir da mal hinreisen, ne? Nehmen wir mein Pferdchen. Dann reiten wir da mal ganz entspannt hin. Und ich nutze diese Zeit einfach mal, um ein bisschen was anzusprechen. Nämlich die Zukunft des Channels. Ja, also im Moment ist es ja so, dass ich versuche, zwei Projekte gleichzeitig zu haben. Allerdings ist im Moment sehr die Hölle los bei mir auf im Real Life. Ich habe sehr viel zu tun, deswegen weiß ich nicht so genau, wie lange ich das noch so fortführen kann mit den zwei Projekten gleichzeitig. Ich werde natürlich mein alles Möglichstes geben, immer zwei Projekte gleichzeitig zu machen. Und werde natürlich auch dementsprechend versuchen. Ich muss aber die Aufnahmesessions anders legen. Also im Moment lege ich das so, dass ich sehr weit im Voraus aufnehme. Also wirklich sehr, sehr weit. Wir haben jetzt im Moment den 21.03., wenn ich das aufnehme. Und ich glaube, die Folge ist schon für den 27.04., 28.04., vielleicht sogar schon im Mai. Vielleicht doch schon 1.05. Irgendwie so. Also sehr, sehr weit im Voraus aufgenommen. Warum ich das mache, ist ganz einfach. Ich nehme halt im Voraus dann weit auf und habe dann quasi Zeit, das nächste Projekt schon anzufangen. Aber das wird so nicht mehr möglich sein. Weil ich, wie gesagt, ein bisschen weniger Zeit inzwischen habe. Und mit ein bisschen meine ich sehr viel weniger Zeit. Deswegen... Ah, da geht's schon weiter. Deswegen müssen wir die Aufnahmesessions anders legen.
bist also der Neue. Lukesh sagte, du hättest etwas Ahnung. Die Frage ist nur, können wir dir vertrauen? Wäre ich hier, wenn ihr es nicht könntet? Wahrscheinlich nicht. Genau. Hat Lukesh erwähnt, wer hier das Sagen hat? Huch, wer bist du denn? Wenn man vom Teufel spricht. Wir hatten schon Angst, dass du nicht kommst. Tut mir leid, Ziegenkopf. Ich muss dein Schreiben aufsetzen lassen und der nächste vertrauenswürdige Pfaffe sitzt in Janowitz. Schreibst du schon dein Testament, Herr? Fand er wohl nicht so witzig. Heinrich, Lukesh hat ihn geschickt. Er hat Nikolas Horn für uns gestohlen, Herr. Wenn das so ist, werden wir uns sicher blenden verstehen. Sind alle da? Alle. Nur Radan, dieser Tölpel von einem Köhler, fehlt noch. Weit und breit nichts von ihm zu sehen. Wir können nicht warten. Wenn er bis zum Abend nicht hier ist, gehen wir ohne ihn. Also, Heinrich, erzähl was über dich. Was willst du wissen? Warum du hier bist? Und woher du kommst? Ich will deine Geschichte hören. Du weißt doch, wie das läuft. Und wenn ich keine habe? Jeder hat seine Geschichte. Beileibe, jeder auf dieser Lichtung hier. Tja, das ist sehr schlecht. Und jetzt? Anakin Hase von Salusch. Ich verhafte dich im Namen von Herrn Demisch von Talmberg. Kommt der Meisterjäger auch noch? Der Meisterjäger verhaftet Wilderer, keine Mörder. Kommt ihr freiwillig mit? Was sagt ihr, Männer? Ich will ehrlich nicht gegen Talmberger kämpfen. Meine Gebete wurden erhört. Oh, wait, what? Möchte. Okay, das war der erste. Haben wir die jetzt alle gesnackt? Sieht ganz so aus. Na, eigentlich, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht machen. Naja, gut. Scheiße, jemand muss uns verraten haben. Ne, warte mal. Bevor wir uns irgendwo verstecken, möchte ich erstmal hier plündern, Freunde. Das ist auch gut was wert. Mal, guckt euch das mal an, das ist ja alles quasi umsonst. Das können wir alles dem... Können wir alles dem Tünnes geben, da dem... Guck mal, das ist alles geklaute Ware. Und damit kann ich das alles dem... Ja, warte, du lebst noch, ne? Guck mal, nice. Alter, nice, das ist richtig was wert. Der hat sogar Groschen dabei, sehr cool. Was habe ich für den anderen? Alter, guck mal, was der alles dabei hat. Mega. Ey, ich dreh durch. Das ist alles richtig was wert. Da wird sich der Müller aber wieder freuen, ne? Lass gleich nochmal bei den anderen gucken. Ob die nicht auch noch irgendwie... Alter, da wird der, da freut der Müller sich aber wieder über meinen Fang. Mal, lass mich mal einmal die anderen nochmal looten hier. Hier ist ein Schwein. Ich habe jetzt bei dir nicht geguckt, ob du Groschen mit hast, ne? Hast du nämlich 17. Und einer fehlte hier noch. Irgendwo liegt hier noch einer. Hier. Du hast... mich auch noch 18 Groschen dabei. Okay.
sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Gut, wir haben auf jeden Fall wieder, wie viel wiegt mein, also wie viel hat mein Pferd denn jetzt dabei? Alter, der hat schon wieder so viel Zeug mit. Krass, ja, aber hat sich unnormal gelohnt. Es hat sich wirklich unnormal gelohnt, die jetzt auszunehmen. Die Sache ist die, wir müssen die Pfeile eigentlich in eine Kiste stecken. What? Er hatte wohl jetzt einen Herzinfarkt? Das nennst du kämpfen? Oh shit. Warum ist der jetzt sauer auf mich? Warum bist du jetzt sauer auf mich? Naja, soll mir ja egal sein, dann töte ich den halt auch. Ich meine, ich bin inzwischen ja gut genug, um, oh, guck mal, der hat auch noch ein Schwert dabei. Ich bin inzwischen ja gut genug, um den allen zu zeigen, wo der Hammer hängt. So, von daher... Also wie gesagt, wir müssen unbedingt gucken, dass wir die Pfeile aus dem Pferd noch in die Kiste bei der Rattayer Mühle tun. Okay, was machen wir jetzt? Also wir laufen jetzt offenbar zu irgendeinem Minenschacht. Wartet auch schon irgendwie einer auf uns, hä? Okay. Cool. Hey, Heinrich, hilf mir mal. Okay. Kann ich etwas für dich tun? Ja, es ist vorbei, Heinrich. Ich bin raus. Muss verschwinden. Kapiert? Okay. Dann geh doch. Was kann ich tun? Ich bräuchte etwas Hilfe. Hab zu Hause was für schlechte Zeiten zurückgelegt und versteckt. Ah, möchtest guck mal. Möchtest du, dass sie dein Haus bewachen? Wäre möglich. Okay. Wo ist deine Reserve? Aber wo ist deine eiserne Reserve? Hab ich doch schon gefunden. Oder ist es vielleicht eher eine goldene, hm? Schön wär's. Spitz die Ohren. Sie ist in dem Krug, der in meiner Hütte über der Feuerstelle hängt. Interessantes Versteck. Darauf wäre ich nie gekommen. Na schön, ich sehe für dich nach. Danke, tausend Dank. Hier, bitteschön. Und, hast du sie? Da hast du sie. Hübsche Halskette. Die deiner Mutter? Die hinterließ mir nicht mal einen Pisspott. Nein. Die habe ich Anna von Sternberg geklaut, als ich auf Burg Sternberg Stallbursch war. Danke. Die wird mich eine Zeit lang über Wasser. Besser ist er. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Wer weiß. Okay. Und jetzt? Jetzt müssen wir mit dem Hasen reden. Da musste ich niesen, aber irgendwie kam er nicht. Na gut. Auch du, Brutus, deine Attacken von hinten werden um ein Drittel stärker. Wagemutiger Schelm. Nehmen wir mal den Meuchelmord. Hab ich überhaupt noch einen Dolch dabei? Ne, hab ich gar nicht mehr, ne? Da könnten wir eigentlich mal wieder einpacken. So, dann reden wir mal mit dir. Offenbar kamen die Dinge schneller ins Rollen als gedacht. Danke, Heinrich. Ohne dich hätte ich meine Haut wohl nicht retten können. Gern geschehen. Gerne. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man bis zum Hals in der Scheiße steckt und niemand hilft. Tut mir leid, dass ich dich in diese Sache reingezogen habe. Das sollte nicht dein Problem sein.
Okay, was ist hier los? Was geht hier vor? Es ist kompliziert. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber heute hast du auf Seiten der Gerechtigkeit gekämpft. Okay. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Hanekenhase von Salusch. Der Adlige? Der war ich einst. Mein Haus verarmte leider. Und so wurde ich der Meisterjäger von Thalmberg. Vom Wildhüter zum Wilderer, ja? Was für eine Wandlung. Nikolas ließ mir keine Wahl. Okay. Was mit deiner Erblinie passiert? Was geschah mit deiner Familie? Mein Vater verlor seine einflussreichen Freunde und mit ihnen das Geld. Nach seinem Tod erbte ich nur Schulden. So blieb mir nur, den Besitz zu verkaufen, für meine Schwester zu sorgen und mich durchzuschlagen. Klingt nach einem harten Los. Ob du es glaubst oder nicht, ich wollte nicht wie ein Adliger leben. Ich habe meine ganze Jugend beim Jagen in den Wäldern verbracht. Okay, und was ist mit dir und Nikolas? Was ist zwischen dir und Nikolas vorgefallen? Ich wurde zu Unrecht des Mordes beschuldigt. Herr Heinrich von Leiper besuchte Thalmberg. Und am Morgen nach dem Bankett zu seinen Ehren fand man einen seiner Männer tot auf. Und gab es keinen Grund, dich zu verdächtigen? Das ist es ja. Den hatten sie. Beim Bankett geriet ich in ein Geplänkel mit ihm. Ich kenne Herrn Hanusch von Leiper. War Heinrich sein Vater? In der Tat. Er war auf dem Weg nach Rathei, um das Lehen des jungen Hans Capon zu übernehmen. Wie kam es zu dem Geplänkel mit dem Mann? Ja, würde ich auch gern wissen. Ist das Werk der Herren von Leiper. Und dem Kerl war es ein Fest, mich daran zu erinnern. Okay, und dann? Und was dann? Nikolas begann die Fäden zu ziehen. Und ein paar Leute bezeugten, mich später des Nachts mit diesem Kerl gesehen zu haben. Was hatte Nikolas davon? Er wollte sich meiner entledigen. Wir waren beide in dasselbe Mädchen verliebt. Und heute ist Margit seine Frau. Na, hat er wohl gewonnen. Damals stand außer Frage, wer von uns sie erobern würde. Ich war der Meisterjäger, von noblem Blute dazu. Und Nikolas war nur der gute alte Niki. Es war klar, wen ihr Vater wählen würde. Okay. Weißt du denn, wer der Mörder war? Nein. Er lag mit gebrochenem Genick im Burggraben. Der könnte auch gestolpert und ohne Beihilfe gefallen sein. Und darauf ist nie jemand gekommen? Doch. Aber einige schworen, wir hätten uns auf der Zugbrücke gerangelt. Dahinter steckte natürlich Nikolas. Natürlich. Was hielt Margit eigentlich von dir? Sie hielt mich für einen Narren. Sie hatte nur Augen für Nikolas. Aber das sah ich damals nicht. Letztlich hätte sie mich retten können. Wie? Sie hätte die Wahrheit sagen können. Nach dem Bankett war ich bei ihr. Aber als sie gefragt wurde, sagte sie, sie hätte mich nicht gesehen. Boah, also ich, Wie gelang dir die Flucht? Ja, es sind wieder die Weiber, ich sag's dir, Du bist noch am Leben, also musst du irgendwie entkommen sein. Ich bin zwar am Leben, aber mein Name wurde durch den Dreck gezogen. Für mich ist das schlimmer als die Strafe, die mir damals blühte. Oh, wenn du das sagst, dennoch gelang es dir zu entkommen. Nun, ja. Ich hatte das Glück, heil aus dem Kerker herauszukommen. Interessante Geschichte. Ja, langweilig war mir nicht. Die Frage ist aber, wer kauft mir das ab? Tja, es gibt keine Beweise, selbst wenn ne? Ich dir glaubte, gibt es keine Beweise. Das ist alles lange her. Ich weiß. Aber wenn ich nicht an meine Unschuld glaubte, wäre mein Verhalten wohl Wahnsinn. Wieso? Weshalb würde ich sonst eine Rückkehr nach Böhmen riskieren? Ich hätte in Frieden als reicher Mann im Dienste der Jagiellonen sterben können. Nur ein Narr würde zurückkehren. Nikolas hat dir alles genommen. Egal ob schuldig oder nicht. Ich finde, du hattest mehr als genug Gründe, dich an ihm zu rächen. Ja, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber du hast recht. Ich kann meine Unschuld nicht beweisen. Ich kann dir bloß mein Wort geben.